Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Game gefunden auf einem Kanal von, wie heißt der denn? Von Raptor, glaube ich, war das. Raptor, ich weiß es, keine Ahnung. Auf jeden Fall Among Trees gibt es im Early Access, im Epic Launcher. Ist von den Videos her zumindest, also ich habe jetzt den Trailer mal gesehen, die Beschreibung gelesen, bla 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 bla. Schaut das ziemlich aus wie etwas, was mein Stil wäre. Also Building, Surviving, Ding, genau das, was ich gerne mache. Oder ein blutiger Shooter à la Doom. Das ist es nicht, aber es dürfte Survival sein. Es ist, wie unten steht, Pre-Alpha 048. Ist jetzt noch nicht sehr weit fortgeschritten, sagen wir mal so. Zumindest von der Zahl her. Und Pre-Alpha ist jetzt auch nicht gerade wirklich das letzte Stand von kurz vor Fertigstellen. Macht nichts, wir schauen es uns an. Prinzipiell Survival Game. So, es gibt bei New, Standard oder 10? 10? 10? 10? 10. Okay. AMD-Architektur. Hier steht, there are a few dangerous animals for the best all-around gaming experience, damit es halt nicht so langweilig wird. No dangerous animals. If you don't deal well with tingling bear encounters, this mode is for you. Da brauchen wir ja nicht nachdenken, oder? Natürlich, dass wir uns was töten können. If you're new to survival genre or just want to relax, but easy, if you, you'll have to look for food sometimes, but there's still plenty to go around, okay? I want the survival challenge, nee. Also, ich stehe es mir ja auf hart. Easy ist mir zu leicht, aber im Normalfall verwende ich normal. Das ist meiner Meinung nach die Intention der Entwickler, dass normal praktisch das Level widerspiegelt, was sie sich fürs Spiel vorstellen. Das ist halt nur, wenn man es dann wirklich auf die Nüsse will, sag ich mal. Und also ich will jetzt nicht unbedingt auf die Nüsse, ich will aber auch nicht Eier schaukeln, also normal. Wie gesagt, ich habe mir da noch nichts angeschaut. Kommt so ein komischer kleiner Launcher, wenn man startet, wo man Tasten einstellen kann. Das ist nicht in-game. Im Menü, das ist vorher so ein Window, ein kleines, was da ploppt. Grafikeinstellungen sind extrem detailliert. Low, Medium, High, mehr gibt's halt. Ja. Hören wir mal. Also Bären sind gehört nicht zu den freundlichen Tiere, gut zu wissen. Viele sind freundlich, aber der könnte interessanten Loot mit haben. Ja, wir jetzt schauen uns das Spiel mal an. Machen wir mal so ein Anspiel-Event, so à la Arctic Anxiety. Das war bis zum letzten Patch gut und dann hat es der Spielentwickler verhunzt. Sieht man auch in die Reviews. Aber das ist ein anderes Game. So, wir sind hier. Und wie zu vermuten war, schmeißt uns einfach rein. Natürlich Pre-Alpha ohne irgendwas. Okay, vor, zurück, WASD, passt. Sprint, Shift, das ist schon mal normal. Der Balken da unten dürfte das Sprint-Balken sein. Ah, der rennt rechts runter. Okay. Wie lange rumsprinten? Rechts haben wir Temperatur, Leben, Schlafen und Essen, Trinken, schätze ich mal. So, dann werden wir sich jetzt nochmal kurz die Tasten durch. Ich muss noch kurz was wegräumen. Das liegt mir aus dem PC rum, so. Okay. Eins ist eine Hand. Ist immer gut. Tab macht Inventar. Das macht Ausrüstung. Schon mal gut. Okay. Restack ist schon mal eine gute Taste. Arctic Anxiety. Ja. Jeder, der es gesehen hat, weiß, was ich meine. Alle anderen, schaut's mal rein. Bis der, das war fast ein Reim. Okay. Tun wir mal was. Es ist rechts oben, steht das Feedback, brauchen wir nicht. Pre-Alpha steht mitten drüber. Sonnenaufgang dürfte gerade sein. So, gehen wir mal zu dem Brett daher. Haben wir da. Vier Plank. Nehmen wir das mal mit. Sticks nehmen wir auch mit. Dann noch vom Plank. Ich renne schon wieder so planlos, so einfach. Lalala, so wird er hoffentlich nicht gleich ein Bär sein. Gleich am Anfang. Arctic Anxiety. Ja, man hört es vielleicht raus. Ich bin mit dem letzten Update nicht wirklich glücklich. Ui, eine Rübe. Press Tab to open your backpack. Ja, das haben wir schon mitgekriegt. Alles mal einpflanzen, da einsammeln da. So. So. Ist jetzt die Frage, kann ich jetzt irgendwo was hinbauen oder muss ich das da jetzt reparieren, das Teil? Repair. Okay. Also wir brauchen Sticks. Note Items, T.
Das ist also für eine Pre-Alpha schon mal sehr, sehr geil. Weil das fehlt wirklich auch Spielen, die eigentlich fertig sind, fehlt das auch. Dass man wirklich einfach mal das anpinnen kann. Das ist schon mal sau cool gemacht. Im Grafikstil gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr gut. Der Vorteil ist, der wirkt stimmig. Das ist ein eigener Stil. Somit kann man nicht sagen, das ist, oh, das ist sehr undetailliert und blablabla. Kann man da gar nicht sagen. Das ist ein eigener Stil, der gefällt mir. Dieser eckige, lustige Stil. Es gibt ja viele Spiele mit eigenem Stil. Minecraft. Der war es eigentlich dann simpel wirken. Die Entwickler sich leicht tun beim Programmieren. Auch auf die Performance sich zu schauen müssen, weil eben kein Raytracing. Oh gut, jetzt mittlerweile schon. Aber es läuft einfach. Ja, das meine ich ja gerade. Das ist ja wirklich schön gemacht. Es passt ins Stimmungsbild rein. Zu dem Spiel anscheinend gerade. Und gibt es eine Karte mit dem? Nö. Gut, also werde ich mich da 100 mal verlaufen. Und es wird auch nicht so performancefressend sein. Ich habe es immer auf High einfach rennen und das wird schätzungsweise einfach mal gehen. Aber bin ich deppert? War das gerade alles da oder spawnt das so schnell? Man stört mich jetzt nicht wirklich. Kann ich das da schon hingeben? Irgendwie mit E? Wie geht denn das? Tap to open. Das stackt sich hier von allein. Mir fehlen noch zwei Sticks. Dann gehen wir Sticks zu. Da, also entweder spawnt es wirklich verdammt schnell, das war jetzt wieder Dialekt, verdammt schnell, oder ich bin wirklich blind. Ich traue mich, ich renne deswegen um die hinige Hütten, deswegen sind sie im Kreis. Ich habe irgendwie Panik, weit weg zu gehen, ich habe Angst, dass da jetzt ein Bär kommt. Ich bin wirklich geschädigt von Arctic Anxiety. Wirklich, das kann man nicht oft genug sagen. Wie kann man selbst bei einem Ein-Mann-Projekt, ich nehme den oft in Schutz, weil der Typ baut das alleine, das Spiel. Aber wie kann man in einem Ein-Mann-Projekt auf der Startinsel einen nicht tötbaren Bären geben, steht sogar in den Patch-Notes, can't be killed, einen nicht tötbaren Bären geben und dann buggt das Verfolgungssystem und der verfolgt dich ständig. Du kriegst einmal Agro auf ungefähr 200 Meter schon Agro und kriegst nie wieder weg. Also das Spiel eigentlich unspielbar geworden dadurch. Ich hoffe, der Typ checkt das bald. Aha! Features unlock, sleep, get a good night's sleep, get a good night's sleep in the bed, save your progress, storage, put things you don't need at the moment, storage box. Okay. Next extensions, cooking room, crafting storage, attic. Was heißt attic? Das weiß ich jetzt gar nicht, das ist erwischt. So, open. Also ich habe noch nie in einem Spiel so schnell ein Haus gehabt. Aber ist cool. Storage Box. Move Stack Show. Ah, mittlere Maustaste. Das kann man essen, das Teil anscheinend. Dann kann ich nicht machen. Das kann man essen, das kann man essen. Das kann ich nicht essen. Das war jetzt irgendwie klar. Okay, also ich habe Planks, Balls, Driftwood. Da kann ich pennen gehen. Woran erinnert mich das? Ah ja, das ist das dieses Menü, das ist so plopp, das ist von, wie hat's denn geheißen? Verwendet die Snowdrop Engine, dieses Shooter-Spiel, der Deckungsshooter da. Ah, wenn man das jetzt einfallen will. Das heißt, in New York spielt der zweite Teil rauskommen, jetzt vor einem halben Jahr, ja. Von Ubisoft, die neue Marke. Ah! Fällt mir nicht ein. Egal. Wir müssen jedenfalls craften gehen. Save Progress. Danke. Wenn es kein Autosave, was macht denn das Escape-Menü? Ah, Options. Da gibt es ja doch eine Einstellung. Wieso habe ich dann das Voreinstellungsding? Nein, ist ja wurscht. Sprint, Crouch, Jump, das ist einmal normal. Interact ist E, Use Equip Tool, Links, Inventory, Tab. M ist die Map, die ich nicht habe anscheinend. Screenshot, no HUD, F3. Locations in my pictures. Das ist schon mal cool. Machen wir mal so. F3. Ihr seht hier jetzt schon mein Thumbnail, wahrscheinlich. F3. Aber der hat sich. Wer immer das macht, der hat sich was gedacht. Dabei beim gleich ausgeblendeten Interface. Nicht schlecht. So, jetzt würde ich mal gern. Was können wir hier? Was haben wir jetzt? Hier? Cooking Room, Storage, Crafting. Crafting wäre cool. Das hängen wir sich jetzt mal an.
Crafting wäre aus dem Grund cool, weil dann könnte ich vielleicht eine Axt bauen, Bäume abernten. Eine M-Map geht noch nicht. Das Problem ist, wie weit kann ich jetzt, das liegt an meinem Hirn, dem vertraue ich meistens nicht wirklich, aber wie weit kann ich da jetzt weg von dem, ohne dass ich mich jetzt verrenne? Wie groß ist das überhaupt da? Komme ich wieder zurück jemals? Bleibe ich auf ewig verschollen? Fragen über Fragen. Bei mir kann ich auch nichts machen. Das da? Also. Gut, dann gehe ich jetzt mal einfach gerade in die Richtung von meinem Haus weg und schau mal, wo ich hinkomme. Ein Vogel. Ich bin gerade ein bisschen leise, weil ich einfach jetzt nicht sicher bin, ob da jetzt irgendwo ein Viech kommt und ob man die. Ich kenne das Spiel ja so noch nicht. Damit weiß ich jetzt nicht, ob man die lang vorher hört, die Tiere, oder ob die eher sich so anschleichen und plupp, da sind's. Was ist da? Abgeholzter Baum. Ah, ich sehe mein Haus da hinten, das ist schon mal sehr gut. Starving, gut. Nicht gut, aber. Ist okay. Also das ist echt schön. Das ist wirklich schön gemacht. Eine Rübe. Wie essen sie? Wie kann ich die essen? Ist die Rübe. Oder die Schwammerl. Eat! Ah. Besser. Ah, das kann ich so gar nicht. Und die Rübe nicht. Da war doch mittlere Maustaste für das. Geht das nur im Haus? Naja. Gehen wir mal weiter. Was finden wir da noch alles Tolles? Ein paar Schwammerl wäre es noch cool. Weil ich habe das Kochen jetzt hier gar nicht als erstes anpinnt. Das ist ja eigentlich jetzt, weil ich überhaupt noch nicht wirklich was habe davon. Oh. Da gibt es anscheinend doch Orte zum Erforschen. Search. Das erinnert jetzt an. Na, 7 Days to Die. Ich habe ein Steel Wire. Lockpick required. Das habe ich jetzt nicht. Ich habe irgendwo ein Tier. Ne. Kriegt er wirklich Panik manchmal. Diese Games, ich spiele viele Survival Games, also immer wieder. Blöd ist, wenn man halt immer auf die Contents wartet, dazwischen dann wieder die Steuerung. Ich meine, das schaut manchmal in den Let's Plays dann manchmal ein bisschen bochen, also ein bisschen dämlich aus. Weil ich dann irgendwo einfach rumrenne und nicht mehr weiß, welche Taste was war. Wie gesagt, wenn ich jetzt da ein Profi-Let's Player wäre, dann würde ich den ganzen Tag Zeit haben, dafür mich da durchzuschauen. Das Problem ist, dass ich aber auch nur nach meiner normalen Arbeit und Familie und allem hier sitzen und nicht 2 Stunden lang schauen kann, wo die Tasten waren. Deswegen spiele ich dann vor allem Grounded zum Beispiel, ist so ein Beispiel, einfach drauf los nach einem Update und dann hoffe ich halt, dass ich alles hinkriege, ohne dass ich komplett noobig da in der Gegend rumrenne. Was dumpt Moos? Krieg ich Moos her? Moos? Nein, was war das? Blinkt da wohl noch was? Blinkt da wohl noch was? Blinkt da wohl noch was? Das Teil wird kaputt. Fungus. Mal mit dem. Egal! Mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Alles mitnehmen. Ist dann Gewichtsbeschränkungen? Sehen durch keine. Das Dämliche ist, ich kann ja die ganzen Kästen da nicht rein. Also die ganzen. Oh, toll. Da brauche ich eine Axt und da brauche ich so Drahtschlüssel. Ist aber schön, dass man das Spiel zeigt. Ein Hase. Der ist sicher nicht böse. Das Spiel zeigt ja wenigstens gleich so auf die Art wie, hey, das ist möglich. Du kannst es nur noch nicht. Ist nett vom Spiel. Freut mich voll. Ich glaube, ich habe jetzt so viel Loot schon. Ich muss das jetzt mal. Ich muss das jetzt mal zurücktragen. Ich habe immer dann. Ja, wie gesagt, wenn ich ein Spiel nicht kenne, ist das immer so eine Sache. Ich mag jetzt nicht, dass ich da irgendwie
verreckt und dann ist mein Loot weg. Ich weiß ja nicht mal, Raft, ob meine Leiche da ist, wenn ich sterbe. Ich weiß nicht, ich habe so komisches Räuspern, wie habe ich Zeit. Soll es ja geben, so Spiele, wo man stirbt auf einmal, alles weg ist, weil die Leiche ja nicht rumliegt. So. Geht. Was brauche ich hier? Ah, da. Moos und die Planken. Alles andere kann ich da reinhauen. So. Planken. Schwammel Essig. Steckel brauche ich jetzt auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Diese Stahlwire brauche ich drei, glaube ich. Das ist was anderes. So. Schauen wir mal. Ja. Moos und Planken. Jetzt wird es aber finster da draußen, was nebenbei auch. Also, jetzt schon geil ausschaut. Soll ich wieder screenshotten? Hui! Gib mir mal pennen und lässt mal schwammern. Kann ich das? Die Taste? Nee. Gute Nacht. Ich werde gerade sagen, er macht hoffentlich die Augen zu und bleibt das nicht liegen da. Was ja irgendwie auch cool wäre, aber. Guten Morgen. So, da ich, wie gesagt, ja eh überall. Ich mag Türen, die selbst schließen. Das ist, ich lasse sie sonst immer offen überall, das ist cool. Gehen wir mal in die Richtung. Da ich ja mein Haus jetzt eh sehe. Das finde ich cool. Der Marker ist drüber schon. Da hat sich für, es ist ja, es wirkt gerade so, als hätte sich bei dem Spiel hier jemand wirklich was gedacht, aber irgendwie so wie von 20 anderen Spielen zusammen gedacht. Ich kann nicht übersteigen. Mit. Ein Fluss? Ja, ein Fluss. An Flüssen könnte man Tiere treffen, wenn sie Durst haben. Schauen wir mal, ob ich eh. Hat das gerade da wahrscheinlich. Nicht so gut. Das habe ich, soweit ich gesehen habe, auch braucht für was. Boah, schaut das geil aus. Ja, schaut das geil aus, Leute. Schaut euch das an. Irgendwo noch Driftwood mehr. Schwammel sind gerade, glaube ich, das einzige, was ich Essbares gehabt habe. Das sollte ich mal schauen, dass ich die mal mitnehme. Ich weiß, was ich jetzt gerade weiß. Ungekocht essen kann, sorry. Machen wir Driftwood. Und sagt, ich habe Angst, dass ich da jetzt irgendwo so einen Bären treffe. Der mich gleich zerfleischt. Okay, nicht zu lang rennen. Drain Stamina. Sind aber eh meistens Spiele, also. Das ist jetzt eigentlich nichts Verwunderliches gerade gewesen für mich, oder? Und dass das so highlightet, ist auch gut. Das ist wirklich gut. Derweil ein relativ entspanntes Spiel. Das spiele ich ja auch gern. Manchmal, wenn man einfach eine Ruhe haben will, denkt sich, ah, ich hab keinen Bock auf irgendwas gerade.
nichts stressig dumm oder so, was jetzt wirklich sehr stressig ist, dann finde ich das eigentlich recht cool, wenn das so doch dann so ruhiger von sich geht. Sicher haben wir jetzt die Variante genommen, wo auch Bären sein könnten oder so, aber muss jetzt ja nicht heißen, dass wir jetzt gleich drauf gehen. Und ich sehe, mein Essen wird gefährlich wenig. Ah, Moos. Also ich brauche so abgeschnittene Bäume, wo es Moos um ist. Der Baum stumpft, da habe ich ja in die andere Richtung angehabt. Schon mal ein anderes Essen. Ja. Keine Ahnung, ob ich die Schwammerl sonst irgendwie brauche, die Pilze. Du Schwammerl. Abgeholzter Baum irgendwo? Ne. Das ist ein bisschen schwer erkennbar auf die Distanz, ob es ein Baum ist, ein abgefuckter, wollte ich sagen. Ein abgefallenes Bäumchen oder ein Stein. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Hey ho. Laufen zu laufen. Dass mein Stamina recken darf. Was ich jetzt sogar gesehen habe, da steht Amstag. Respawn where you were 20 seconds ago. Ich hoffe, die meinen das nicht ernst. Wenn ich wo hängen bleibe, probiere ich meistens länger als 20 Sekunden, ob ich da rauskomme, weil das ja nicht so lang ist. Und wenn ich dann das load, stecke ich eigentlich schon ja länger als 20 Sekunden fest. Ich meine, die wenigsten werden an einem Stuck-Knopf drücken, ohne dass da... Ja, also... Nach 20 Sekunden schon. Naja. Wir werden es eventuell erfahren, irgendwann mal. So, weiter. Das war die Kiste, wo ich vor gerade war. Ja, ich habe keine Axt, hilft nichts. Ich brauche. Übrigens, jetzt Essen und alles anscheinend nicht runter. Im Escape ist Pause. Multiplayer werden im Spiel cool. Aber in einer Pre-Alpha natürlich. Braucht man dann, wie gesagt, zu viel erwarten. Ich weiß auch nicht, ob Multiplayer mal geplant ist, aber. Ich liebe so kleine Spiele wie das, was so ein bisschen, ja, wie gesagt, so, wie nenne ich das? So ein bisschen so chillig nebenbei ein bisschen ablaufen eigentlich. So, was habe ich gesucht? Ah ja, genau, einen abgeschnittenen Baumstamm. Blaubeeren? Na, Black Mulberries. Blaubeeren. Hase! Es war klar, dass eine Ressource wieder komplett am Arsch der Welt irgendwo ist. Ja, immer so in die Spiele. Ein Schwammerl. Pilz. Mushroom. Da ist ein kaputter Baum. Das ist so ein Käse. Also, ich meine, es gibt sicher wo, ich weiß noch nicht, aber wo finde ich das Moos? Anscheinend ja finde ich es nicht wirklich. Also kaputte Bäume gibt es nicht welten. Ja, Hase. Oh, die Musik beginnt wieder. Ha! Ah! Vorher die Plank noch. Planks habe ich jetzt bei meinem Haus gefunden und beim anderen Haus. Also beim anderen. Von Menschen gebauten Bauwerk, sagen wir mal so. Ein Turm. Was ist denn da? Geht's da wohin? Nein. Hase ist da doch rein. Was? Das ist der Hase gerade da rein. Zauberhase. Aber wie es scheint, kann man wenigstens schon relativ weit mal
rumrennen, das sollte ich vielleicht nicht essen. Ohne dass man gleich einen Bären trifft. Ich werde dem Arctic Anxiety die Entwickler das Spiel mal linken. Dann soll das mit Bären spielen und schauen, wie das geht. Ja, warum ich das so oft erwähne, ich bin wirklich angepisst. Das Spiel war echt gut. War. Jetzt ist es für den Arsch und Friedrich. Ah, hier. Ich starve. Starve ich nicht mehr. Inventory voll. Schlecht. Ich brauche jetzt noch meine Planken, das wäre mal wichtiger als der Rest sogar. No inventory space. Was haben wir denn damit, was ich jetzt nicht brauche? Eventuell. Was mache ich mit dem? Das kann ich auch essen. Na, essen wir es mal. Diese Eisendinger, muss ich ehrlich sagen, die kriege ich eigentlich relativ selten da, wo daher. Daher nehme ich den lieber mit, weil die wirken wirklich so, wie wenn die. 10er Stacks. Was essen? Ich will nicht alle veressen. Was kriege ich denn am einfachsten? Pilze. Ich schaue da halt wirklich immer, was kriege ich am leichtesten, weil ich ja wirklich dann rund um meine Base finde ich ja eh Schwammerl und so. Hab alles. Juhu. Wir nähern uns dem Ende des Parts. Da dauert jetzt mittlerweile schon 26 Minuten, also so plus minus. Ich weiß nicht, wie ich das zusammencut oder so. Aber der dauert eh schon eine Weile. Und wenn wir dann noch aufsammeln, was geht. Gelockt. Und dann werden wir sich am Heimweg machen. Felswand. Wenn wir da vorbei, wo wir kommen sind. Da wissen wir, da war kein Bär. Ich meine, der kann natürlich rumwandern und auch da jetzt wo sein, aber dabei ist keiner da. Na, ich bin schon gespannt, wie mein Häuschen dann ausschaut. Mein wunderschönes kleines Kekshäuschen. Okay, kein Keks, aber Häuschen. Ich finde es eigentlich auch cool, dass man relativ lang sprinten kann. Runter vom Sprint. Aber eine Distanzanzeige wäre cool, ne? Das ist, tut nicht. Tut nicht tun. Nachdem ich am Anfang geglaubt habe, dass das urschnell respawnt. Muss ich jetzt ehrlich sagen, jetzt habe ich sonst aber noch gar nichts bei meinem Haus gesehen. Ich hoffe, das spawnt trotzdem wieder. Seht ihr, was bewegt drin? Nee. Na, ich freue mich schon, wenn ich ein Werkzeug habe. Das Rumsammeln ist auch. Also, es ist wirklich, ich bin voll motiviert gerade. Das Spiel packt. Das muss man sagen, es zieht dich richtig in den Bann dieser malerischen Landschaft. Abstrakte Kunst, so nenne ich es jetzt. Abstrakte Kunst Style. Zieht dich, wie gesagt, wirklich in den Bann rein. Dann machen wir noch das Hinpanzer, dann machen wir dazu. Jetzt wollen wir mal saven. Wäre natürlich immer mal gut. Jetzt schmeiße ich das Ding da weg. So, warte mal. Zack, 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 zack. So. Machen wir mal. Ding. Crafting unlocked. Craft tools, resource, objects. Got it. Ohoho, das ist eine kleine Werkstatt. Yay. Craft items. Wie hat denn das Scheißspiel geheißen, wo man da diesen Soldaten spielen, der ab, wo die New York und, oder was das war, zerstört ist? Das erinnert mich total dran. Glaubst du mir, fällt das jetzt ein? Ich schau dann nach, im nächsten Part weiß ich's dann. So. Was kann man hier tun? Tools. Nein. Haha. Warte, 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 warte. Ja! Warum habe ich jetzt kein Uterope? Bisteppert. Jetzt geht sich das genau aus, oder was? Boah, ich hab ein Glück. Craft! Ich hab ne Axt! Ich kann hacken!
nicht den Holland-Tanzstil, wobei der cool ist, finde ich. Sondern ich kann Bäume hacken. Hoffe ich halt. Kann ich das? Ja, ich kann Bäume hacken. Sollte ich da weggehen? Hehe. Okay, das Problem ist gelöst von der Furplanks her. Furplanks. Das ist erledigt, das Problem. Hat das Ding Haltbarkeit? Nö. Noch besser! Okay, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Der kommt garantiert, wahrscheinlich nachher gleich. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und liken, kommentiert. Alles gern gesehen, immer gern gesehen. Kommentiert Kommentare von anderen. Kommentiert einfach so. Ich kommentiere dann zurück. Das mache ich immer gern. Ich werde schauen, solange es die Anzahl der Abos, sollten es wesentlich mehr werden, zulässt, alle auf alles persönlich zu reagieren. Ja. Das war's. Denke ich mal. Ja. Glocke nicht vergessen, dann kriegt's Mitteilung für den nächsten Part. Bis dann, Leute, macht's es gut, bleibt's gesund und ciao.